Hallihallo, liebe Zombie-Freunde von Resident Evil. Wir hatten in der letzten Folge gar nichts erreicht und ich hoffe, in dieser Folge kommen wir ein klitzekleines bisschen weiter. Vielleicht können wir das ja multiplizieren, was wir letzte Woche erreicht haben. Also 0 mal 10 ist dann auch 0 und das ist dann im Prinzip totaler Schwachsinn. Genau. Hier war nichts, hier kommen wir wieder nicht durch. Ich hasse das immer noch mit dieser Tür hier, ey. Ich könnte da die Wände hochgehen, dass man da nicht langkommt. Ehrlich, jetzt bin ich extra hier lang gerammelt. Ich will doch nur mal jetzt in den Gang da raus. Jetzt müssen wir wieder raus. Ich will nämlich mal gucken, in diesen Gang will ich jetzt. Und wir legen... Ach, jetzt bin ich doch wieder total falsch gelaufen gerade. Jetzt bin ich wieder gelaufen wie letzte Folge. Oh. Dumme Junge. Blöd. Hier müssen wir lang. Dadurch. Oder? Ja, hier müssen wir lang. Ich könnte mir auch nochmal den Giftraum angucken, aber da ist halt ein Schlüssel drin, weißt du? Wenn wir den hätten... Hätten wir keine Probleme mehr. Vielleicht müssen wir da schon hin, aber ich glaube es irgendwie nicht. Was war eigentlich hier hinten? Hier war auch noch eine Tür. Waren wir da schon drin? Ja, ich glaube, hier waren wir auch schon. Jetzt laufen wir doch einmal im Kreis, gell? Ach. Ich habe mich schon gefreut jetzt. Nee, das war ja genau diese Sache. Och. Als Kind ist das Haus bestimmt mega geil. Wenn du hier in so einem Haus als Kind wohnst, ist es zwar gruselig auch, aber du kannst hier mega geil Verstecken spielen und so. Ich gehe hier nochmal kurz rein. Wenn ich drauf gehe, ist ja nicht schlimm. Haben wir ja nichts verpasst. Also in der letzten Folge nicht. Dann sind wir wieder da, wo wir letzte Folge waren, sogar am Anfang. Aber verpasst haben wir nicht. In dieser Einbuchtung liegt etwas, das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Okay. Stimmt, das war das. Was haben wir hier? Ah ja, wehe dem, der im Schlaf stört. Da ist ein Schalter, nein. Das war ja, jetzt kommt Gift und dann geht die Gitterstäbe hoch. Ich könnte das holen, aber ich sterbe doch vorher, oder? Sollen wir es riskieren? Wollen wir es riskieren? Ich bin mir jetzt sicher, dass wir eine Maske brauchen oder irgendwie sowas in der Art. Ach, wir riskieren es nicht, ne. Oder, wie lange braucht er denn? Ist er denn... Ich probiere es. Ich riskiere es jetzt. Wie gesagt, wir haben eh nichts verpasst bisher, außer dass wir drei Zombies gekillt haben. Aber das geht nicht, das geht nicht. Ich dachte, das geht auf. Los, raus hier. Raus. Ja, ich dachte jetzt gerade, wie gesagt, dass ich da... Naja, von welchen? Habe ich jetzt Schaden genommen? Huch, eine falsche Taste. Ja, Warnung. Na, schön. Schönes Ding. Großartig. So, Map gucken wir mal. Hier können wir und hier können wir raus. Hier können wir rum. Da kommen wir wieder in den Raum, der dunkel ist. Trinkt eine Stahl, weiß ich nicht. Alter, wir haben noch so viel vor uns und ich komme hier nicht weiter. Wie ich sowas nicht leiden kann. Nein. Es liegt aber auch zum Teil in diesem Spiel. Hier waren wir auch schon drin, aber nicht. So, wir gehen jetzt nochmal runter. Wir gehen jetzt nochmal durch den Raum. Da ist ja jetzt alles zombiefrei, das macht ja jetzt nichts. Gehen nochmal durch den Gang da unten. Und geh nicht da rein, wo dann der Speicherpunkt ist. Da gucke ich vorher genau auf die Map, dass ich da nicht nochmal einen Fehler mache. Upsala. Entschuldigung, ich wollte nicht an ihren Hintern, Madame. Es tut mir leid. Von wegen. Ich bin ein Lüstling, ich stehe auf Marmorstatuen.
Hier ist auch eine Stimme. Ist in diesem Gang, dass ich hier irgendwie einen Balkon nicht sehe. Weil ich könnte mir das so vorstellen, dass hier eine Tür ist. Die man nur nicht sieht, weißt du? Die Kamera so bescheuert ist. Man, ja, so bescheuert. Die sich so in Grenzen hält, die Kamera, weißt du? So, hier watschelt jetzt nichts auf uns zu. Schön. Ruhe und Frieden. Ist hier was? Ne, hier ist ein Fenster, gell? Hier war die Waffe und hier gehen wir jetzt durch. Und jetzt, meine Freunde, bin ich gespannt. Jetzt nicht durch die Tür. Ah, hallo. Hier war das Löwenwappen. Und hier ist die Tür, glaube ich. Die brauchen wir nicht mehr. Habe ich jetzt abgelegt. Nee, hier ist die Tür, wo letztens die Raben waren. Da war ja auch ein Schalter. Das war ja der Spaß. Okay, jetzt haben wir die Tür wiedergefunden. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich verletzt bin. Sonst killen mich die Raben wieder, die Krähen. Ja, das stimmt. War das hier, was ich meinte? Das wär's jetzt. Wo das Windwappen hinkommt. Ja, ja, ich hab's gefunden. Das hier meinte ich doch. Da kommt definitiv das... Der Schänder des verfluchten Sarges. Ich hoffe es jedenfalls, dass hier definitiv das Ding reinkommt, ja. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Aber wieso? Es ist doch... Nee, guck mal, es ist achteckig und das Ding ist sechseckig. Nee, Moment. 1, 2, 3, doch, es sind 6 Ecken und es sind 8 hier. Ich hatte so gehofft. Ich hatte all meine Hoffnung da reingesetzt. Dass das Ding ist. Und es ist es nicht. Die Tür ist verschlossen. Hör, sind wir da nicht mal schon durchgekommen? Warte mal, was sagt denn die Map hier? Ah, okay, guck mal, hier kommen wir auch noch tatsächlich woanders hin dann. Hier müssen wir dann vielleicht irgendwie später dann durch. Das sieht nämlich aus, als würden wir hier vielleicht die Map sogar verlassen. Weil ich glaube, wir können die Map verlassen, weil ja hier Villa steht und wir können dann hier links und rechts schalten. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das geht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht. Also jetzt, ich habe das vorher noch nie gespielt und so. Oh, ich habe so gehofft. Ich gehe jetzt nochmal in den Raum mit den Krähen. So. Und wir werden jetzt alle Bilder angucken. Ob ich da überall irgendwie was klicken kann. Bringe das wahre Licht zu deinen drei Geistern. Okay. Warte mal hier. Das Bild eines Helden mit bla. Es liegt hinter gelbem Glas, ja? Da ist ein Schalter drücken, ja. Das Bild des Helden hat sich orange gefärbt. Das Bild ist hier mit Armband, es leuchtet orange. Mit Armband, Schalter drücken. Wieder seine ursprüngliche Farbe gelb und orange. Halskette, roten Glas. Das Bild des Weißen hat sich rot gefärbt. Das war doch schon rot. Hat wieder seine ursprüngliche Farbe. Es ist doch rot. Ich weiß halt nicht, wie man die blöden Krähen killt, weißt du? Das ist auch noch so eine Sache. Warte mal, wir haben hier noch ein Bild. Wir haben hier noch und hier ist das, wo wir dann gejagt werden. Also wir können scheinbar alles verfärben in rot oder orange. Rot, orange oder gelb. Also jetzt grün. Grün? Ist das... Warte mal. Das ist ja dasselbe. Ja, tatsächlich. Ha. Interessantes Rätsel, meine Freunde. Interessantes Rätsel. Und ich habe keine Ahnung. Wir haben Rot, Gelb und Grün, gell? Vielleicht müssen wir die alle gleich färben. Aber was hat der Schalter unter der Frau zu tun? Machen wir mal Rot und Glas, Schalter drücken. Jetzt ist es nämlich lila. Eine Purpur. Was können wir hier erreichen?
Auch grün. Welche Farbe ist denn die richtige? Welche Farbe suchen wir denn? Haben wir da irgendwie einen Hinweis? Außer, dass wir fast tot sind. Ich will jetzt auch nicht nochmal klicken und dann sterben durch die blöden Krähen. Weißt du wie? Grün. Ich schätze, es muss grün sein. Guck mal. Nee. Guck mal. Lisa geschützt von drei Geistern. Wir haben grün. Wir haben... und die heißen ja auch Armband und so weiter. Stirnband und so. Halskette hat der eine. Purpur muss die Halskette sein. Ich glaube, das ist richtig. Das Armband muss irgendwie orange sein. Das Stirnband grün und die Halskette purpur. Vielleicht werden wir nicht... Nee, erstmal nicht, danke. Vielleicht werden wir... Also das Stirnband muss... Was hat er hier gesagt? Das Bild ist mit einem Armband. Es leuchtet grün. Es muss orange sein. Das Bild des Helden wieder seine ursprüngliche Farbe. Dann müssen wir da auf der anderen Seite klicken. Das haben wir richtig schon. Und ich glaube, das letzte haben wir auch richtig. Das ist ja auch grün. Das hier muss bloß orange sein. Jetzt ist es nämlich irgendwie orange. So, und wenn wir jetzt drücken, vielleicht kommen dann die Krähen nicht an oder die Raben. Das Halsband ist orange, Armband das und Kopfband ist grün. Dann machen wir jetzt mal den Knopf. Halte die Luft an. Ja, und die Krähen greifen uns nicht an. Und hier liegt... guck mal, wir haben das hier gefunden. Er will jetzt bloß nicht irgendwie... Ich weiß schon, dass da was auf dem Boden liegt. Guck mal eine an. Todesmaske. Na, wo die hinkommt, das wissen wir. Ja, auch mach mal. Da kommen wir vielleicht immer schneller irgendwo hin. Toll, da muss er jetzt die Tür irgendwie so aufmachen. Obwohl man schon sieht, wie die andere, was außerhalb der Tür ist. Können wir jetzt auch wieder aufmachen quasi, aber mache ich jetzt nicht. Jetzt sind wir natürlich schon einen Schritt weiter. Ich habe jetzt nur Angst drauf zu gehen, wie gesagt. Ist hier noch eine Pflanze irgendwo gewesen? Zum Heilen wäre ganz nett. Hier vielleicht am Eingang? Nee. Warte mal, wo sind wir denn, Map? Ach ja, wir sind jetzt wieder hier. Ich kann mich aber auch nirgends entsinnen, dass hier irgendwo Pflanzen waren in der Nähe jetzt, dass wir uns mal schnell heilen könnten. Hier nicht, nee. Da müssen wir es riskieren, meine Freunde. Da müssen wir es riskieren, wenn ich wieder sterbe. Wissen wir jetzt aber wenigstens, wie es funktioniert. Ja. Wissen, wie es funktioniert. Oh, dieser Wind, ey. Dieses Windgeräusch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben jetzt eine Todesmaske. Was wir da jetzt finden. Und vor allem an wen muss man das denn anbringen? Entweder an ihm hier. Mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Mit einem Loch anstelle des Mundes. Okay, warte mal, wir gucken mal unsere Maske an. Prüfen. Die hat ja Augen, Nase und Mund, aber der Mund ist so gravierend, weißt du? Also auffällig. Also entweder kommt die in das, wo... für Nase und Mund? Probieren wir mal aus. Okay, hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Nee, die hier will ich. Hier geht es scheinbar. Wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich, dass der Sarg da oben aufgeht? Wo Blut rauskommt? Warum wollen wir das? Beziehungsweise... Die Maske passt genau. Beziehungsweise haben wir doch jetzt nichts erreicht. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Na klasse.
Jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich sage, hör, was bekommt denn jetzt? Den Schlüssel, wir brauchen immer noch den Schlüssel. Huch, wo läuft der denn lang? Also das ja jetzt. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen, weil, wie gesagt, das ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ist bestimmt der Endgegner oder so da drin. Habe ich da keine Lust drauf habe auf den Endgegner, meine Freunde. Null Lust. Ich würde jetzt trotzdem gerne mal speichern und mich wieder heilen gehen. Warte mal, geh mal wieder hier durch. Ich geh doch mal bitte wieder zur Tür raus. Wir nehmen jetzt den schnelleren Weg. Wir gehen jetzt nämlich nochmal durch das Bilderrätsel. Da müssten wir schneller an unserem Speicherpunkt sein. Nee, hier lang. Trotzdem. Wir haben jetzt eine Maske, uns fehlen noch drei. Ja, und wir sind jetzt wieder keinen Schritt weiter quasi. Außer, dass wir halt eine Maske gefunden haben. Hier ist ja sonst nichts. Ich habe dieses Rätsel gelöst und hier ist ja sonst gar nichts. Hier ist ja auch alles grün schon, weißt du? Ich wette, wir gehen jetzt hier durch und der eine Zombie da unten ist wach. Nee, okay. Alles cool. Ja, hier war halt, wie gesagt, das Wappen und so, aber... Ja, da kann ich nichts machen. Sah grad so aus, als könnte ich da irgendwas machen. Hier ist halt das... Ich wusste es! Jetzt bin ich immer tot. Weg hier, einfach weg hier, auch wenn die Tür jetzt wieder hinter uns ins Schloss fällt. Oh, ich habe gewusst, dass der jetzt aufsteht. Oh, Gänsehaut. Ich weiß auch nicht. Ich hasse das, wenn plötzlich Sachen bewegen, die still sind. So, meine Lieben, jetzt speichern wir mal. Jetzt wird man gespeichert. Und mit schlechter Verfassung, mit schlechter körperlicher Verfassung tatsächlich. Ein Stress ist das. So. Ja, wir brauchen Speicherband, bitte. Wir haben eigentlich, wie gesagt, sind nicht weitergekommen jetzt. Was haben wir denn alles bisher gesammelt? Wir haben ein Jagdmesser, ein Symbol. Hier, wir haben immer noch dieses Symbol auch. Wozu auch immer, das haben wir ganz am Anfang gefunden, ja? Ein Masierum. Kann ich das benutzen? Ich probiere mal, ob ich das jetzt nutzen kann. Ich bin ja gerade verwetzt. Sonst nehmen wir den Erste-Hilfe-Kasten. Das Windwappen packe ich jetzt weg. Bringt ja nichts. Ich glaube übrigens, den Hausschlüssel hier brauchen wir ja auch nicht mehr. Wurde ja irgendwie gesagt. Und wir haben hier noch die Musik. Wir haben immer noch das Klavier. Aber uns fehlt die Musik. Ja, das war's. So, ich probiere mal ganz kurz das Serum aus. Hätte ich das vielleicht auf dem Toten versuchen sollen? Der ist zwar hinüber. Wisst ihr noch, dem Freund, dem sollten wir das ja bringen. Ne, den brauchen sie jetzt nicht. Hätte ich vielleicht mal benutzen sollen, oder? Auf seiner Leiche, vielleicht wäre er aufgestanden. Aber was uns das gebracht hätte? Das könnte ich in der nächsten Folge mal versuchen. Wenn es denn was bringt. Vielleicht bringt es auch gar nichts, ja. Macht euch da keine Hoffnung, bitte. Ich bin dem Ganzen dann eher skeptisch gegenüber. Ich speichere jetzt, meine Freunde. Ich speichere jetzt. Ja, alte Schreibmaschine, genau. Ich speichere jetzt. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil wieder. Wir haben heute eine Totenmaske gefunden. Totenmaske. Um Himmels Willen hat nicht wirklich was gebracht. Trotzdem danke fürs Zusehen. Hat mir Spaß gemacht und dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi.